wir das Paradies verlassen. Okay, wir sind jetzt am Hafen von Bagpara wieder. Und von hier aus fahren wir jetzt mit diesem kleinen Büsschen nach Langreen Minivan Station. Und dann von dort mit dem Minivan nach zum Hafen von Satun. Und von dort aus mit der Fähre nach Langkawi. Dauert ein bisschen, aber kostet am wenigsten. Langkawi Ferry Service, let's go! Ich freue mich richtig auf Malaysia, muss ich sagen. Schön billiges, cooles Land für zu sehen. Freue ich mich. So, inzwischen haben wir 6 Uhr. Wir sind auf Langkawi. Ich bin am Guesthouse. Und ich bin direkt hier hingefahren und jetzt auf den ersten Eindruck sehr nett, sehr abgelegen, schön, muss ich sagen, gefällt mir. Die Inhaber sind auch sehr nett und ich gehe jetzt mal was essen, mir eine SIM-Karte kaufen. Und hier die Straße erinnert mich sehr an unsere Einfahrt daheim. Das hat mir schon mal wirklich gefallen. Die ist wirklich genau gleich, nur halt ein Berg hoch. Alles klar. Wir sehen uns dann, denke ich, unten. Also bisher sind hier alle ein bisschen netter als die Thais. Das muss ich schon vielen Hallo sagen. Und das hier gefällt mir auch sehr gut. Das erste Mal, dass ich Leute Fußball spielen sehe, seitdem ich weg bin. Das freut mich. Dass doch irgendwo noch Fußball gespielt wird auf einer Wiese. Das macht mich wirklich glücklich. Jetzt nicht sagen, dass sie so gut spielen, aber sie spielen. Das reicht komplett, um mich richtig glücklich zu machen. In irgendein Haus reingegangen, um halt essen zu gehen, und da gab es halt Essen. Und jetzt bin ich da rausgegangen, ohne zu bezahlen, weil dort eine Hochzeit war und es deshalb umsonst ist. Die haben mich aber auch sehr willkommen geheißen und alles. War super nett. Ich habe mein Essen und mein Trinken bekommen umsonst. Krasser Scheiß. Das wird es in Deutschland nicht geben. Ist aber sau cool, muss ich sagen. Einfach reingegangen und die haben mich einfach begrüßt und haben mir Essen gegeben. Super cool. Auf den Abend, auf das nette Volk der Malaysianer. Malteken, was auch immer. Jetzt mal eine Sprite. Ihr wisst gar nicht, wie gerne ich mal wieder ein Malzbier trinken würde. Holy shit, ey. Puh. So ein Malzbier wäre echt geil. Stattdessen muss ich mich hier mit der Sprite abgeben. Naja, und ich hätte mir auch was Süßes geholt, aber das sind deutsche Preise hier für was Süßes. Hol ich mir lieber eine Sprite, die kostet 50 Cent. Die nehme ich. Ja. Geht's wieder hoch, dann mal gucken, was wir noch tun. Ich soll noch ein bisschen mit denen reden und jo, mal sehen. How are you? Little cute cat. Do you like little cats? Yeah, I like little cats. No! So, der Tag ist zu Ende. Wir spielen noch ein bisschen und dann geht's in die Eier.